jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Ich soll noch die Steuereintreiber loswerden. So, da ist die nächste Mission. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meint wird. Oh, regardez!
Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Trapül. Euch Arschlöcher! Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Schiebt sie nach England, liebe Schläge! Hey. Bitte! Halte ein und höre mich bitte an! Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war so lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Hey, suchst du Streit, Engländer? Bevor der angegriffen wird, Alter, hast du dich schon längst umgebracht. Das bezeichnet hier zu verschwinden. Aber doch bitte nicht so! Oh ja, denen habt ihr es gezeigt! Wo läuft er denn hin? Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Rapid! Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Bist du? Jawohl. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte.
Jawoll. Kopf ab. So läuft der Hase. Ganz easy. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Zwiebeln, Knoblauch! Easy. So. Jetzt schauen wir uns mal die Karte an. Wollen. Hauptmission. Ach nein, ich hätte. Nee. Nicht die Laterne hoch hier. What the fuck, da kann man ins Haus rein? Nee, ich kacke ja ab. Ach, man kann da durchrennen, okay. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Alles klar. Kurze Ladesequenz. Mist, noch mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür.
Bam. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Alter, da geht's ja gerade ab wie die Luzi hier.
easy. Es ist vollbracht. Connor, die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. Locker easy. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich zum Grenzland, wieder nach Hause. Da werden wir jetzt mal hingehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wirklich ins Grenzland reisen. Ja, 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 klar. Easy. So, schauen wir uns jetzt mal an, wo wir dahin müssen. Wir müssen natürlich wieder ganz nach Hause, ne? Gibt es ja auch irgendwie... Ne, es gibt keine Mission mehr. Also so Siedlungsmissionen, weißt du? Weißt, 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 weißt. So Siedlungsmissionen, du weißt, ey. So. Siedlung, wir kommen. Ab geht's. So, kleine Ladesequenz und dann sind wir auch schon in der Siedlung. Das ist schon prima, hä? So. Wo müssen wir da hin jetzt? Wo müssen wir da jetzt hin? Natürlich sind wir am anderen Ende und wir müssen... Was ist das? Siedlungsmission. Das auch. Oh, wir machen erstmal die Siedlungsmission. Erst kommen die Siedlungsmission. Oh, 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 oh. Das war mir klar. Das war so klar. Ja, super. Desynchronisiert. Läuft bei mir. Rückwärts. So.
passiert, Connor? Hab gesehen, dass du einen Mann verfolgst. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich habe ihn verjagt. Was? Die Frauen? Sind alle wohl auf? Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draußen im Busch zurecht? Alles klar. Komm, lad schneller, hey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Walnussholz und andere Dinge stehen nun bei den Holzfällern zur Verfügung. Alles klar. Läuft bei denen. So, das ist noch nicht zu behindert. Ich wollte schon sagen. Warum ist die Kamera denn nicht so nah? Ah, jetzt. So, es gibt noch zwei Siedlungsmissionen, die wir jeweils noch machen. Auch wenn der Part etwas länger wird. Die Siedlungsmissionen, die machen wir auf jeden Fall. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Warum ich das gerade gesagt habe, weiß ich auch nicht. Zum Glück bist du hier. Ja. Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Ging fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Hier hat sie gepflückt. Die kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Warum sammelst du Nachtkerzen? Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit sind. Entschuldige, das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Prudence! Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Wie man dir rumschleudern kann. So, noch eine Siedlung.
Gemüse und andere landwirtschaftliche Produkte stehen nun bei der Farmern zur Verfügung. Alles klar. So, jetzt schauen wir uns mal die letzte Siedlungsmission an. Ne, es gibt nochmal. Oh. Die machen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Ciao Leute, euer MH26905.